Herzlich willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Wir spielen weiter und wo sind wir stehen geblieben? Okay, Freunde, ich sag euch eins. Es ist bald vorbei. Es ist bald vorbei. Jetzt ist allerdings die Frage, was... Hier haben wir noch nicht geschaut. Ah. So, ich muss den Namen meines Vaters reinwaschen, bevor das Spiel gelöscht wird. Ich weiß, er war es, es ist nicht ewig, aber die Welt muss es erfahren, auch nur für wenige Sekunden. Gib die Beweise jemandem so, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wasche der jetzt Namen rein. Das, Freunde, kann ich relativ gut machen. Und zwar reisen wir mit dem Geständnis und der Landkarte zur Hauptstraße. Ah, ich bin ein bisschen aufgeregt, Freunde, das wird... und zwar, wo sind denn die Nickel News? Sind die in der Main Street, oder... Ach, Leute, hier war ich so lange nicht mehr in dieser alten Stadt. Doch, da sind sie, die Nickel News. So, junge Dame, ich brauche Ihre Hilfe. Die Welt muss etwas erfahren. It's a confession from Chuck Edmund. It says he framed Mr. Reyes, the security guard. How can I help you, Agent Reyes? So. Got any more killers? Oh ja, oh ja. Ich habe einen richtigen Knüller für Sie, junge Frau. Scoop for you. Calm down, Jimmy. What do you have? Ich habe was ganz was Feines. Da. Wir leben alle nur in einem riesigen Computerspiel. We're all just living in a giant computer game. Wow. I kinda suspected that. I have a reporter's notebook full of odd anachronisms and continuity errors. Warum springt der Ton immer von Stereo auf Mono um? Naja, gut. Chuck framed my father for the factory fire. Can you write up the story and get it out before the game is deleted? I'm on it, Scoop. You're gonna clear your father's name, and I'm gonna finally get that Pulitzer. Not that it's really going to matter, but it's important to me. Give me a few minutes. I'm a fast typer. Almost done. Done. Zack. Fabrikwache unschuldig an Feuer. Chuck übernimmt volle Verantwortung. Reporter gewinnt Pulitzer. Ah, okay. Sehr gut. Nice. Leute, jetzt lösen wir alles auf. Wie, das war's? Das war schon sein Ende, oder was? Okay, ich denke mal, Dolores' Ende bewahren wir uns bis zum Schluss auf, oder? Was hat sie jetzt hier? Sie hat, It's a Game of the Year Award. The Game of Best the Game Year. Of 1988. Tja, da wissen wir doch auch schon, wem wir dem verleihen müssen. Und zwar müssen wir damit zur SymbolCon... Oh. Aber ich habe diese ganzen Staubkörner-Missionen nicht gemacht. Ist das wichtig? Ist denn noch SymbolCon? Okay. Es ist keiner mehr da. Es ist niemand mehr hier. Außer David Fox. Hey, Nerd. You won some kind of dumb award nobody cares about. Oh my god. I can't believe it. Oh yeah, er tanzt. Oh, da hätte ich aber lieber Ron Gilbert gehabt, eigentlich. I have to go tell the others. Nerd. Now I need to find the secret I'm being paid to recover. It must be in here somewhere. Also, wo muss es sein? Irgendwo hier? It's a bunch of boxes and lines. Probably something to do with game design. I wonder. Ich frage mich, was fragt sie sich denn? Wo ist er denn hingegangen? It's an open door. I feel like what I'm looking for has to be in this den of nerds. A new Coke vending machine. It only sells new Coke. I don't want that. Die will ich nicht. A dime a dozen. I don't want to pick that up. It's a character from an upcoming adventure game called Robot Island. I don't want that. Hey, Marciana. I don't want to pick that up. Looks like Marvin's cousin, Gary. Marvin? I don't want that. I don't teeny tiny spaceships in bottles. It's a Bücherstapel, Schild. A disclaimer about the veracity of the information in the books. I don't want to pick that up. I don't want to pick that up.
Congratulations, Agent Ray. You have found the secret to game design. The fabled puzzle dependency chart. It can be all yours if you get me out of here. I don't want to be deleted with the rest of them. We will begin the uploading process momentarily. Was the money deposited into my account like we agreed? Yes, Agent Ray. We honor our agreements. Oh, God. Was passiert hier? That tickled. Das ist's wohl gewesen. Cool. Dann Ransom. Dann nehmen wir Ransom, den Clown. Betrachte Entschuldigung, dass ich... I'm sorry for being a dick card. Give it to someone to say I'm sorry. Ah, okay. Dann weiß ich schon, wohin. Oder zumindest, nee, das ist die Bushaltestelle. A Street. A Street war es, glaube ich, ne? Dann müssen wir uns jetzt bei der Frau entschuldigen, dass wir sie beleidigt haben auf diesem Beleidigungsevent. Und vielleicht können wir uns dann endlich wieder abschnitzeln hier, abschminken. Quick, 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 quick. Ich will aus diesen Clowns-Sachen raus. It's locked. It's locked. Okay. It's locked. It's locked. This place creeps me out. Sie ist gar nicht mehr da. Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Muss ich zum Zirkus? Hotel, verlassene Fabrik. Hä? Wo ist denn die Frau jetzt? Bei irgendwem muss ich mich ja entschuldigen. Ist sie auf dem Friedhof? Ich habe... Das Willys Uhrenladen. Prestige, Bast. Ist hier jemand? I'm innocent. You know, I may be a bum, but at least I'm not an... You. Die sind aber echt, also... super Freunde. Hä? Wo, habe ich wieder irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich vergessen, wo sie hingegangen ist? Sie wird ja kaum bei der Bank sein. You know you're not welcome in here, Ransom. I got this for you, Sandy. Look. Ach, bei I'm ihr, not ich dachte, to get all apologetic. Okay. But I'm sorry for being a to you. I really mean that. I have one big favor to ask you. Can you send me to my flashback? I want to do just one more show and maybe not be such a... He deserves one last chance, Sugarcakes. Okay, Ransom, but only because you got me this nice card. Let's see if I can remember the lines. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Not tonight. Well-earned doom is not on the program. This is my last chance. I'm not gonna blow it. I'm ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed fine folks.
It must be that other clown's hat. I don't do hats. I don't wear hats. Okay, dann nicht. Leeres Fluchglas. Okay, sollen wir es machen, Freunde? Wir machen es. Nice crowd tonight. I'm at the top of my game. Oh ja. I'm gonna give them the insults of their lives and they'll love me for it. Idiots. Hello, faces. I'm Ransom, the insult clown. I hope no one gets their feelings hurt easily, and if you do, well, I'm sorry. I really mean that. Hey, you, dude with a stupid mustache. A 70s porn star called. He wants his mustache back. Hey, you, kid with a crappy wheelchair. Were you in a past life or something? Seriously, kid, you're in a wheelchair, and you got a face that looks like that? God's definitely punishing you for something. Okay. Hey, you! Zu der bin ich jetzt aber nett. Lady with the hairy mole. I went to med school. You might want to get that looked at. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. But they were good-natured and respectful. It was his best show ever. He was on top of the world. And everyone loved him. Da hat er sich einfach aufgelöst. So, jetzt haben wir noch Dolores. Und Dolores' Daddy. Okay. It's a door. Das ist eine Tür. Was sollen wir denn machen? Ich bin jetzt von Xavier. Okay, also wir müssen auf jeden Fall zu Xavier. Und zu Dolores. Dann zappe mal die Tür. It's a door. Zappe mal den Fahrstuhl. Penthouse. Und jetzt gehen wir zu Xavier und stechen ihm mit dem Finger, mit dem Geisterfinger ins Gesicht. So, wo ist er denn? Der gute Alter, wieso rappelt denn das? Hey, new ghost, I told you not to bug me. Du bist ein Raufbold und Tyrann. And a tyrant. Whoa, sounds like new ghost found some spunk. My name is not new ghost, it's Franklin. Careful, or it's to the basement for you. Everyone hates you. I've about had enough of you, new ghost. Was will er denn tun, huh? We're all sick of your bullying. Okay, that kind of hurt. We're not going to be ruled by you anymore. Really? Am I that bad? Du hast kleine Hände. You have little hands. I just want to see my wife again. I'm lonely, and I miss her. I died and I never told her how much I loved her. It's okay. We all miss someone we love. Okay, hier kann ich doch jetzt bestimmt. This is my key to talking to Dolores again. Okay, es ist aber die Frage. Und warte auf Dolores. Okay, da steht's ja. Okay, Dolores. Dann, zum Hotel. Jetzt auch die Musik ist schon so, ach, ja. Also wir wissen, Freunde, es ist bald vorbei. Ist der noch hier? Guck mal, es ist auch keiner mehr da. Es sind alle weg. Wo sind alle hin? Sind alle schon rausgelöscht aus dem Spiel? Was ist passiert? Was passiert hier, Leute?
Jetzt werden wir noch alle Menschen erlösen und ihre Geschichten beenden. Und dann, Freunde, ist das Spiel vorbei. Und es wird nie wieder gespielt. So. Kann ich jetzt reden? Rede mit Franklin. Dolores. Oh, Dad. Du hast ein wenig abgenommen. It's so good to see you. Well, it's good to see you too. I wish I'd, you know, stood up for you against Chuck. That's okay. You've lost some weight? Well, you could say that. Not sure how it happened, but I'm, you know, dead. I think your uncle had something to do with it. It's okay. I think I know what is going on. Uncle Chuck found something amazing. It turns out, we're all living in a simulation. A giant adventure game. Oh. Wait, your Uncle Chuck is an evil, you know, jerkwad? Oh, Uncle Chuck was a jerkwad, but mostly because he was corrupted by the machines. When he discovered the truth, he knew what he had to do. He was a jerk to me before that. I know he was. I'm so sorry for everything, Dolores. I should have stood up for you. You were a gnarly dad. Maybe because of the way Uncle Chuck treated you, you always pushed me to be anything I wanted to be. You have nothing to be sorry for. A simulation? That can't be true. It's true. I'm on my way to shut down the Master Tron machine and free us all. Ah, by free us all, you mean go back to our real lives? I honestly don't know, Dad. All I know is this has to end. I trust you, Dolores. I always have. Uh-oh. You should get going. I love you. We're all counting on you. Thanks, Dad. I think I can finally move on now. I love you, Dad. Bye, Dad. I love you too, Dolores. Ich habe so ein kleines Goodbye, bisschen Gänsehaut. Goodbye, Dad. Das war's. Nur noch Dolores ist im Spiel. Und der weinende Geist. So, und ich weiß, was zu tun ist. Und wisst ihr, woher? Er hat es im letzten Teil gesagt. Man muss sich ja den Trailer angucken. Den ersten Kickstarter-Trailer. Und im ersten Kickstarter-Trailer. Da sieht man, wie alles endet. Hier war es irgendwo, ne? Ja. So, ist, glaube ich, meine letzte Interaktion in diesem Spiel. Vielleicht. Maybe I should save the game first. Oh, okay. 11 Stunden, Leute. Hier, ja, zack. So, dann jetzt nochmal. Nutze Ballontier mit Leiche. Oh no! This can't be good. Das geht nicht gut aus. The game is glitching. Tubular. Uncle Chuck was right. This must be the wireframe world. The game's concept level the developers built to test their design. I need to find the wireframe Pillowtron and shut it down before they can reset the game. Aber wie geht das? Ach so, okay. Wie finde ich denn jetzt diese Pillowtron-Kissenfabrik? Oh, Alter, wir sind voll in der Wireframe-World gefangen. Na klar, jetzt wird es so aussehen. Nickel News. Kneipe? Der Bulltron 3000? Wieso habe ich keine Kneipe gesehen? Es gab nie eine Kneipe. Wurde wahrscheinlich rausgenommen, hä? Post Office. Die Bank. Aber hier geht's nicht weiter, Freunde.
Kristallarmtür. Kann man hier noch irgendwas machen? Das ist wahrscheinlich einfach echt nur diese... Ja, die Arcade. Warum war die Arcade eigentlich zu? Kill Thrill. Food to go, Diner, Coffee, okay. Außenbezirk. Hier, oh, der Quickie Pal. Da kann man nochmal so in Erinnerungen schwelgen. Aussichtspunkt. Verlassene Fabrik, Edmund Mansion, Mansion. Ich denke, wir müssen zurück in die verlassene Fabrik. Geh zu Tor, öffne Tor. Wir müssen in die Metaebene, wir müssen ganz nach oben. It's a door. It's a door. I don't think there's any animation for that. We can prob... Ach so, keine Animation. Wir können einfach durchgehen. Ist die Falltür hier hinten offen? Nee. Als ob es so ausgesehen hätte. Schutztür. Hier geht's in den Tod. Laserbeams. Also im Spiel sah es dann doch ein bisschen krasser aus, ne? Oh, hier kann man einfach durch. Der Wireframe Pillowtron. Ich bin drin. This looks like the Wireframe Pillowtron Uncle Chuck described. I just need to push all the tubes in, and the world will be shut down, and we'll end the madness oh, of God. No real choice and okay. control over our destiny. Okay, wir werden's tun. Of course, tun. That's what Uncle Chuck says, and there's still a chance he's insane. Okay, aber egal, wir werden sehen. Alle reindrücken, einfach so. Oh, es ist irgendwie, fühlt es sich krass an. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Last one. Die letzte. I hope Uncle Chuck knows oh Gott, Uncle Chuck! I need to get up my nerve. Ich muss mich zusammenreißen. Come on, Dolores. You Komm can schon, do Dolores, it. Drück es! Oh. Okay. This is it. I'm going to do it. Oh Gott, let's tu es. End this. Freunde, das ist es gewesen. Oh, das ist es gewesen. Es ist vorbei. Oh mein Gott, es ist... Es fühlt sich komisch an. Freunde, das war das längste Projekt, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe es angefangen, weil ich in den Urlaub gefahren bin. Und weil ich solche Spiele mag. Aber wie ihr seht, ist es mir auch relativ egal, wie viele Leute sich das anschauen oder nicht. Die, die jetzt hier sind, die hatten auf jeden Fall ihren Spaß daran, hoffe ich zumindest. Ich hatte meinen größten Spaß daran. Weil man ja als arbeitender Mensch und YouTuber dann nicht mehr dazu kommt oder wenig dazu kommt, Spiele zu spielen, auf die man noch wirklich Lust hat und sich da Zeit für zu nehmen, ja, gerade dann noch als Daddy ist es dann noch ein bisschen schwieriger, aber wir haben es geschafft, ja, auch wenn eine große Pause drin war wegen Krankheitsausfall, aber das stört ja letztendlich nicht, weil wenn ihr das jetzt, das Ganze, wer es jetzt in der Playlist einmal durchgeschaut hat, der hat von diesem großen Ausfall gar nichts mitbekommen. Gut, Freunde, ich lasse euch hier mit diesem Outro jetzt dann vielleicht noch ein bisschen allein. Ich weiß es nicht. Was kann man sagen? Ja, ich denke, das wird jetzt auch wieder ein paar Minuten dauern. Aber ich weiß halt nicht, ob danach noch was kommt, was ich dann vielleicht kommentieren möchte. Ja, vielleicht kommt ja noch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so nach dem Motto, oh, kommt da ein zweiter Teil, noch eine Leiche gefunden, wer weiß es schon. Hier schauen wir uns die Translation an, alles gut gemacht. Ja, war ganz cool gemacht, das Spiel war echt witzig, hat mich einige Stunden gekostet, wie ihr gesehen habt, und ich denke mit Tipps und Hints und Little Spoilies aus der Community wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell durchgekommen, aber so hatten wir ja dann auch alle irgendwie was davon und
Ja, es ist doch immer schöner, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, als sich gegenseitig Zäune und Mauern zu bauen, oder? Ja, es macht doch so auch viel mehr Spaß. Und, ja, was ist der Sinn dieser Botschaft? Schottet euch nicht von der Außenwelt ab. ja, Boris Schneider war auch am Start. Der hat das übersetzt. Der gute Boris Schneider-Joan, der jetzt gerade im Dreieck springt. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn ihr es bei dem anderen großen YouTuber geschaut habt, dann da wird er im Dreieck gesprungen sein. Mich kennt er nicht, aber das macht er nichts. So, Chris Braun hat das Audiocasting gemacht. Sehr schön, Herr Braun. Ja gut, das meiste lag wohl in der Hand von Ron Gilbert. Was kann man sagen? Das Spiel hatte seine Höhen und Tiefen. Einige Rätsel waren für mich jetzt wieder so platziert, dass man wirklich wieder ins kleinste Detail, wenn man ins kleinste Detail überall immer aufgepasst hätte, ja, dann könnte man das auch als nicht so verwirrter Mensch wie ich bestimmt irgendwie schaffen. Aber manchmal flutscht einem halt doch einiges durch. Gerade wenn man dann irgendwie abends mitten in der Nacht oder so ein paar Stunden aufnimmt und sich denkt, oh mein Gott, machen wir es jetzt mal. Und ihr wisst, wie das ist. Dann ist das Brain schon so durch, hat den ganzen Tag gearbeitet, es fehlt sehr viel Glucose und so ein Zeug. Ja, und dann haben wir den Salat und Spielkreis rennt durch die Gegend und klickt 2,5 Stunden irgendwie doof in der Gegend rum. Aber wir haben es ja jetzt eigentlich relativ gut durchgezogen. Am Ende hat es nochmal richtig gut... Oh, Hundebaby war Pep. Ja, ich denke hier Vincent Hamm und so. Ich glaube, das sind jetzt alles Donator oder so. Ganz besonderen Dank. Ja, besonderen Dank und ganz besonderen Dank. Obwohl, ich weiß nicht, das war doch ein Kickstarter-Projekt, oder? Ah, und 17.000 Backers, die an uns und Thimbleweed Park glaubten. Dankeschön fürs Spielen. Kein Problem. Ich bedanke mich auch nochmal hier an der Stelle an alle meine Zuseher, an alle Menschen, die kommentiert haben, an alle Menschen, die geliked haben, an alle Menschen, die da sind, supportet haben, unterstützt haben. Und bittet eure Freunde auch, dieses Spiel zu kaufen. Ja, dann müssen wir keine richtige Arbeit suchen und können weiterspielen. Mann, das ist doch super. Ja, das ist doch super. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich werde auch das nächste Spiel kaufen, was Ron Gilbert und seine Crew machen. Das steht auf jeden Fall fest. Alle Rechte sind irgendwo da. Error Reading passed EOF. War ja klar. Was heißt das? Ist das so ein Nerdwitz? Error, File 0, not found. Haha, Nerdwitz. Verstehe ich nicht. Entschuldigung. 0 Pointer Exception. Ja, das kommt bei mir auch häufiger vor. Jetzt die Musik ausgegangen. File End Credit Theme Wave not found. Ah, seht ihr, jetzt stürzt das Spiel nach und nach ab. Auf Wiedersehen. Error Credits TXT not found. Nein. Okay, ich bleib noch. Ich bleib noch, Freunde. Wir bleiben noch, oder? Wir bleiben bis zum Schluss. Wir bleiben bis zum Schluss. Irgendwann wird er uns ja bestimmt wieder in den Titelscreen bringen, oder? Jetzt holen wir einen schwarzen Bildschirm, hey? Zack, Commodore 64. Was ist jetzt los? Geil. Okay, Moment. Disk Recovery, okay. Oh, da wird man aber nostalgisch jetzt. Oh, diese Geräusche. Schauen wir doch mal, was passiert, ne? Da geben sie uns noch mal einen tiefen Einblick, so. Freunde, so, das ist es gewesen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Blablub, blub, habe ich ja gerade schon mal alles gesagt. Also, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Es war schön mit euch. Auf Wiedersehen und reingehauen.